Also, ich sage immer, die Geldwende fängt zwischen den Ohren und uns allen an. Und zwar ist es da nicht null, sondern da müssen erstmal die schlechten, in Anführungszeichen alten Begriffe raus, die an der Münzwelt, an den Münzbildern kleben. Ich habe Geld auf dem Konto. Das ist das falsche Bild. Und deswegen ist es auch so schwierig, Menschen zu erreichen, da diesbezüglich. Und man kann ja, also jetzt zur Frage, was macht die Monetative? Man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Wir können uns nicht auch noch um Degrowth kümmern, nicht auch noch um Postwachstumsökonomik, aber wir können wissen, wo sind wir, an welcher Stelle sind wir. Ne? Also, oder Grundeinkommen und so. Ne? Wir müssen zusammen die Nahtstellen finden dazu. Und dazu habe ich mir, ich habe das dem Josef schon mal geschrieben, habe ich mir den Begriff Geldschöpfungsgewinn überlegt. Das ist ja auch so, oder Singular, das ist ja auch so eine Sache, mit der katapultiert man sich ins Mittelalter zurück und wird also unheimlich sexy für die heutige Jugend. Also, wir wissen ja, Geld ist für den normalstaatlichen Mitteleuropäer das, womit er bezahlt. Und da haben wir Geld, wo Materie dran hängt, das Handgeld, und wir haben das Schreibegeld. Und man kann ja sagen, dass das Prägen von Münzen, das war ja auch so eine Art Schreiben. Da wurde ja auch in so einen Goldklumpen reingeschrieben, das hat so viel Gramm und ich garantiere dafür. Ne? Das ist auch so eine Art Schreiben. Aber das ist ein Buch, was ich mitnehmen konnte. Dann die Kaufleute schreiben das in ihre Bücher rein, ne? Und die verwalten das selber. Und wir sind jetzt mittlerweile da angelangt, ne, wo Arno experimentiert. Wir können das sogar ins Elektronische schreiben, sodass wir genau wissen, das gehört diesem und jenem. Ne? Also wir sind zum Schreibgeld gekommen. Gleichzeitig haben wir uns entwickelt von einer Naturaltauschwirtschaft zu einer Geldwirtschaft und mittlerweile zu einer Kreditwirtschaft. Das sind drei verschiedene Stufen. Und mit diesem Geldschöpfungsgewinn, wo wir den Leuten auch Versprechungen machen, der könnte dann der Bevölkerung zugutekommen. Ihr habt ja mal versucht, den auszurechnen. Da müssen wir ja schon ziemliche Handstände machen, um da irgendwas rauszukriegen. Bei dem Schlagschatz war es einfach. Da ist jemand gekommen mit so viel Gold oder Silber. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen da so viele Münzen raus. Und das ist, was wir bekommen dafür, ungefähr 3 oder 4%. Das haben die behalten, ne, damit sie die Münzwerkstatt betreiben können. So, und dass die Landesherren damals das schamlos ausgenutzt haben und haben alle Jahre neue Münzen gedrückt mit weniger Metall drin, aber immer noch den gleichen Wert, das ist ja auch eine Sauerei. Ne? Da kommt auch die Macht, ne? Was ja heute schon angesprochen wird. Geld und Macht sind eins ineinander konvertierbare Währungen. Ne? Da kommt das rein. So, und ich bin kein prinzipieller Gegner der Geldschöpfung. Ich finde, Geldschöpfung kann ein gutes Mittel sein für eine Gesellschaft, die Zukunft zu finanzieren. Also Schottland ist ein Beispiel dafür. Wer war das, wie heißt er noch, der... Oh. Naja, gut, Law hat es ja probiert, aber der ist ja so anders, der war anders weitergemacht. Naja, der die Bankbücher geschrieben hat. Ich komme jetzt nicht drauf, der hat mal einen Titel geschrieben, der sagt, guck mal hier in Schottland, McLeod schreibt das hier. Er hat gesagt, guck mal, wir haben hier nur Papiergeld gehabt hier in Schottland, ne, und wir haben Kredite vergeben und die Kredite sind alle zurückgezahlt. Aber wir haben noch die Brücken über den Firth of Forth, wir haben noch die Straßen, ne, wir haben eine Wirtschaft aufgebaut, ne, mit dem Geld, was eigentlich nichts war. Ne, das waren einfach nur Bankzettel. Und da kommen wir einfach zu einer Sichtweise des Geldschöpfungsgewinns, wo es nicht mehr um diese Münzprägestätte geht und nicht mehr um diese dämliche Seigniorage, womit der Herrscher sich bereichert hat, sondern da kommen wir zu dem, was kann die Geldschöpfung davon haben? Und wenn wir jetzt die Geldschöpfung so verteufeln und sagen, das ist Mist und das geht nicht, dann sind wir eigentlich am falschen Ende des Skandals. Der Skandal ist nämlich nicht, dass Geld geschöpft wird. Das wird nämlich auch nicht aus dem Nichts, nicht im Nichts und nicht für nichts geschöpft, sondern wofür Geld geschöpft wird. Das ist der Skandal. Also die Mittelverwendung. Und dafür wollte ich hier
dass wir darauf hingehen und sagen, ja, also das, was Christian Felber, Gemeindeökonomie, oder Kate Raworth, wo die sagen hier, wir müssen gucken, wofür wird Geld geschöpft. Wird das dafür geschöpft, dass Leute immer noch mehr Geld haben? Ne? Dass Reiche sich irgendwelche Immobilien kaufen können und damit die Immobilienpreise auch für arme Leute schlecht machen, ne? Wenn sie sich nur Yachten und Lamborghinis kaufen können, wäre mir das egal. Ich will keine Yachten, ich will keine Lamborghini. Ne? Aber die gentrifizieren ja ganze Viertel in Städten. Also das ist der Skandal, wofür das Geld geschöpft wird. Und da müssen wir uns, also wir sind ja auch schon in Verbindung mit der Gemeinwohlökonomie, ne? dass wir sagen, wir haben einfach Berührungspunkte. Und auch das Grundeinkommen, da könnte ich Berührungspunkte dafür finden, wie man das Geld neu denkt, ne, als Verteilungsmittel von, wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und da muss auch das Arbeitsergebnis vernünftig geteilt werden. Und so wie das heute organisiert wird mit dem Lohn, das ist einfach, das könnte man besser organisieren. Und mit Vollgeld kann man es noch besser organisieren. Kannst du das nochmal in einem Satz sagen, was du gerne? Ich hätte gerne, dass wir uns nicht nur so auf dieses Kernthema Vollgeld beschränken, sondern dass wir gucken, wo grenzen wir an andere gesellschaftliche Bewegungen an und wo ergänzen wir uns da und dass wir uns da einbetten in etwas und sagen, wir sagen ja auch schon immer, Vollgeld ist nicht die Lösung für alles, ne? Das ist keine Panacea. Ne? Das sagen wir schon, das ist mir zu wenig. Ne? Und wir sollten diesen Wirtschaftsgewinn in die Tonne kloppen. Das ist Historisches aus der Münzzeit. Das ist einer von den Begriffen, die aus den Ohren raus müssen, damit das dazwischen wieder frei wird, um das Neue zu denken. Vielen Dank.